Wahlkampf zerrt. Und so sehr sich die Kandidaten auch bemühen, die Strapazen der letzten Wochen sich nicht anmerken zu lassen, es ist ein Marathon für alle 5 Bewerber, die um das Amt des Oberbürgermeisters buhlen. Allein 7 öffentliche Wahlforen fanden statt. Wohl selten zuvor waren die Kandidaten derart präsent. Am Mittwoch gab es den letzten großen Auftritt vorm Urnengang, das Wahlforum der Sächsischen Zeitung. Eigentlich, so könnte man meinen, sei doch alles erzählt. Und so bemühte sich Moderator Domokos Szabo, die Gäste auf dem Podium aus der Reserve zu locken. Kandidaten und Publikum waren schnell auf Betriebstemperatur. Aber es ist ja so, die AfD ist bundesweit rechtsextremer Verdachtsfall laut Verfassungsschutz. Was halten Sie von einem Herrn Höcker zum Beispiel, von seinen kruden Thesen? Ich glaube, dass es keine Rolle spielt, was ich von Herrn Höcke halte für den OB-Wahlkampf in Pirna. Gibt es da nicht die Gefahr, dass Sie mit der AfD verwechselt werden? Viele würden diese Aussage von woanders erwarten. Ja, ich denke, das ist so eine typische Frage, auf die man ja am Ende sozusagen ja auch vorbereitet sein muss. Das sieht ganz anders. Ich erkenne da keine Situation, dass wir keine klare Position beziehen. Egal bei welchem Thema. Beim Wahlforum der Sächsischen Zeitung ging es sachlich zu. Alle Kandidaten wollen auf großer Bühne keine Fehler machen. Die rauen Töne werden bei diesem Wahlkampf im Internet angestimmt. Und so reihte sich die letzte große Debatte in die der Vorwochen ein. Alle Kandidaten äußerten sich ausführlich zu den Themen. Eine wirkliche Diskussion fand nicht statt. Schwierig für den unentschlossenen Wähler. Worin unterscheiden sich die Ansichten der Kandidaten? Oder sind sie bei den lokalen Themen inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt? Die Oberbürgermeisterwahl ist auch eine Sympathiewahl. Wer wird das Gesicht der Stadt? Auftreten, Erscheinungsbild, Ausdrucksweise, Durchsetzungsvermögen. Davon konnten sich die Gäste der vielen Wahlveranstaltungen ein Bild machen. Wenn Sie gewählt werden würden, was sollten die Pirna, die Wähler nach 7 Jahren über Sie sagen? Herr Wetzig, wie war Ihre Amtszeit, wie war Ihre Amtsführung? Also Pirna ist sauberer und sicherer. In Pirna kommt man gut, sicher und günstig von A nach B. In Pirna geht man respektvoll miteinander um. Die Stadt würdigt das Ehrenamt und sieht es als Quelle für ihre Stadtgesellschaft. Und was mir ganz wichtig ist, in Pirna merkt man, dass man sich um die kleinen Dinge kümmert, die die Menschen in den unterschiedlichen Stadtteilen bedrückt. Vielen Dank, Herr Wetzig. Herr Thiele, was sollten die Menschen über eine 7-jährige Amtszeit von Ihnen hinterher sagen können, dürfen? Ja, dass es uns gemeinsam gelungen ist, miteinander zu reden, uns zuzuhören, dass wir gemeinsam die Stadt weiter vorangebracht haben. Die Stadt ist eine liebenswerte, taffe Stadt. Wir sind vielleicht auch wirtschaftlich etwas unabhängiger geworden. Wir haben ein Niveau erreicht mittlerweile, dass die Vereinslandschaft ja, auf einem guten Niveau sich weiterentwickelt hat, dass alle ihren Platz gefunden haben und dass alle ja, Pirna als ihre Heimat auch sehen und in Form einer Mitgestaltung auch mitgewirkt haben. Das ist mir wichtig. Dankeschön, Herr Thiele. Frau Dolling-Gertrud. Ja, also ich würde mir wünschen nach 7 Jahren, dass wir von uns behaupten können, dass wir eine lebens- und liebenswerte Stadt sind, dass wir weltoffen sind, dass wir freundlich sind, dass die Bürgerinnen und Bürger stolz sein können, in Pirna zu leben und das auch ausstrahlen, wenn sie Besuch kriegen oder wenn wir ausländische Fachkräfte dann doch in die Stadt reinbekommen. Das würde ich mir wünschen. Wir haben eine tolle historische Altstadt, die soll sich einfach weiterentwickeln. Wir wollen modern sein und wir wollen auch ein Klima haben für Jung und Alt, wo sich alle wohlfühlen. Vielen Dank. Herr Lochner. Ich würde mir wünschen, dass die Stadtgesellschaft nach diesen 7 Jahren sagt, der Herr Lochner, der hat damals prognostiziert am 15. November 2023, dass die Einwohnerzahl für Pirnas nicht sinken wird. Er hat recht gehabt. Vielen Dank. Danke. Herr Liebscher. Ich würde mir wünschen wollen, dass Pirna TV dafür sorgt, dass dieses Video von dieser Aufzeichnung, dieser Sendung noch in 7 Jahren verfügbar ist. Bei YouTube, wo auch immer. Und dass sich die Bürger in 7 Jahren diese Sendung nochmal angucken und feststellen, so manches Wahlversprechen wurde leider nicht eingehalten.
Das SZ-Wahlforum in voller Länge steht im Internet auf Abruf bereit. Pirna TV hat es dreimal täglich im Programm. Es gibt also genügend Möglichkeiten, sich ein eigenes Bild zu machen. Pirna hat die Wahl.